Hallo meine Lieben, herzlich willkommen hier bei Zapunzels Orakel. Ich freue mich, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Heute mit dem Blick hinter die Kulissen, dadurch, dass ich einen Blick auf deinen Herzensmensch. In der Regel geht es hier um den Dualseelenpartnerprozess, aber hauptsächlich geht es hier erstmal um das Thema Liebe. Dadurch, dass ich was über ihn erzähle und ihr ja energetisch miteinander verbunden seid, kann es ganz gut sein, dass sich das schon mal so ein bisschen verschiebt, wenn du dich nicht in ihn hineinversetzen kannst, aber das Empfinden hast, das ist deine Legung, ist es genauso gut. Wenn du überhaupt nichts damit anfangen kannst, dann nutzt deine Zeit bitte in irgendeiner Form, die sinnvoller ist. Schau mal einfach mal, was ich zu erzählen habe. Ich fange mal an mit der ersten Überschrift und möchte mal wissen, was ist das Motto von Otto für den heutigen Tag? Habe den Mut, frei zu sein und wisse, Freiheit fängt dort an, wo das Wollen aufhört. Oh, und was hat er sich monatelang an die Kette gelegt? Was tut er jetzt? Er schwingt sich da. Was ist das? Eine Liane, eine Schaukel. Das ist eine Schaukel, glaube ich, die aus Blümchen geflochten ist. Der fängt an, sein Leben zu genießen. Das bekomme ich auch bei einigen mit, dass der Otto ja seit ein paar Wochen stabil und stabiler wird, dass er wirklich beginnt, Dinge zu tun, die ihm Freude bereiten, Dinge zu tun, die ihn begeistern, sich nicht mehr nur noch mit seinem Job und dem Money-Making-Gedöns beschäftigt, sondern seine Freiheit zu genießen. Die Freiheit aber auch an deiner Seite. Und er hat das Empfinden, dass die Fülle sich einstellen möchte, dass im Grunde alles schon da ist, was er sich nur wünscht. Er muss es nur zulassen und nicht mit aller Gewalt und auf Biegen und Brechen Dinge erreichen wollen, sondern im Grunde einfach nur darauf vertrauen, dass das, was er braucht, schon kommen wird. Das heißt, er hat hier, ne, in seinem Mindset angefangen, eine Stufe der Leichtigkeit zu erreichen, wo man vielleicht vor einem halben Jahr noch nicht hätte von träumen können. Hier ist aber noch eine zweite rausgehüpft, die sich nicht zeigt. Was haben wir da? Lausche dem ewigen Lied deiner Seele, spüre sie und lerne ihr zu vertrauen. Und der Otto kann sehr gut seiner Seele zuhören. Seine Seele hat nämlich viel zu berichten. Er weiß auch, dass seine Seele schon mehrere Inkarnationen durch hat. Und er kann sich teilweise, jetzt kann das sich was spooky anhören für manche, aber die Ottos sind wirklich nicht zu unterschätzen. Er kann sich teilweise an seine früheren Leben noch erinnern und hat da dieses alte Wissen, was er mit sich rumträgt, was er lange eher als Last empfunden hat, das kommt ihm aber jetzt zugute. Wir lassen das mal für einen Moment so stehen. Ich möchte wissen, in welcher Energie steckt er denn? Ja, ich weiß, manchmal rede ich in Rätseln, aber ich soll den Otto ja erklären und anders kann ich ihn zurzeit nicht erklären. Das liegt an dir, ob du damit was anfangen kannst oder nicht. Wie gesagt, wenn nicht, gibt so ein Knöpfchen. Wenn wohl, dann freut mich das. Seine Energie. Er ist dabei, das, was er bisher für sich erreicht hat, klug und solide abzusichern. Manchmal braucht er dafür deinen Rat, weil du bist dann hier und da so schön realistisch an seiner Seite. Das braucht er dann auch schon mal, um sich dann wieder zu erden. Ihn drängelt nichts, er ist gern an deiner Seite, er sucht auch deine Nähe, aber er setzt eher auf die langfristige Entwicklung. Er ist niemand, ja doch, habe den Mut, frei zu sein. Ja, erstmal muss er sich befreien, damit er sich dann in der Freiheit vielleicht auch einem zweiten Menschen in der Art und Weise hingeben kann, so dass man das Ganze wirklich bedingungslose Liebe, die gelebt werden will, als bedingungslose Liebe, die gelebt werden will, bezeichnen kann.
Er verfolgt sein Ziel diszipliniert und konsequent, vergisst zurzeit aber auch nicht, sein Leben zu genießen. Es sei ihm gegönnt. Wie steht er sonst noch zu dir? Gucken wir mal kurz. Da wäre mal eine komplizierte Legung hier. Da hätte ich mal gerne eine zweite zu. Ja, Otto ist so voll im Vermissensmodus in deine Richtung. Er könnte es ja ändern, aber nee, noch nicht, weil er hat da das Go von oben noch nicht empfangen. Das verbietet er sich noch so ein bisschen, jetzt wirklich mit wehenden Fahnen in deine Richtung zu laufen. Aber trotzdem malt er sich schon aus, wie das gemeinsame Leben denn aussehen könnte, Seite an Seite, Hand in Hand. Ja, und das fühlt sich für ihn einfach gut an. Irgendwann wird das auch keine Illusion mehr sein, sondern greifbar nah. Ja, wenn das mit dem Sehnsüchtigsein und mit dem Vermissen zu heftig wird, dann beschäftigt er sich schnell mit was anderem. Aber diese Mauer, diese Blockade, die da mal existiert hat, die wird nicht mehr hochgezogen, weil es gibt jetzt eher ein Gemeinsam als ein Ich bin der einsame Einzelkämpfer. Also man sieht eigentlich auch am Otto-Team sehr schön, dass da eine Entwicklung stattfindet oder stattgefunden hat oder noch stattfinden wird. Ne? Ich greife hier halt immer verschiedene Stationen ab. Im Mitgliederbereich habe ich die Legung aufs Kollektiv gemacht. Da sieht man auch eine schöne Entwicklung, wie ich finde. Und wo sind denn jetzt meine Zapunzelkarten? Schau mal bei ihm mal, was ihm so durch die Gedanken geht. Ich zeige euch die Karten jetzt auch. Auch hier das Buch. Die erste Karte, die rausgehüpft ist, ist hier der Grund zur Freude, gepaart mit der Leichtigkeit. Der genießt sein Leben richtig. Und dieses Genießen, das will ja erstmal gelernt sein. Und dieses Genießen will auch erstmal inhaliert werden. Das heißt, für ihn ist jetzt gerade wichtig, dass er sein Leben für sich selbst echt mal endlich genießen darf. Es war lange Kampf, es war lange Krampf, es war lange dunkel und duster. Schön, dass er jetzt da im Licht durch die Gegend springt. Natürlich wäre es noch schöner, würde man zu zweit hüpfen. Aber wichtig ist erstmal, dass er hier für sich in die Leichtigkeit kommt und dabei dann auch noch diese starke Verbundenheit zu dir erspürt. Ja, wozu führt das Ganze in seinen Gedanken? Das ist auch leicht erzählt und schnell erzählt. Es schreit danach, dass hier ein neues Kapitel geöffnet werden möchte im Buch des Lebens. Es schreit danach, dass diese Seiten sich langsam füllen dürfen, dass da mal was reingekritzelt werden darf. Das ist das, was seine Gedanken beschäftigt und auch schon ein bisschen länger. Sein Herz. Möchte den Neustart. Ist aber noch nicht ganz befreit von inneren Kindthemen, wobei ich ja denke, aber ich bin ja auch nicht, ich mache ja die Regeln alle nicht. Es gibt so viele Theorien zum Seelenpartnerprozess. Also ich bin schon der Meinung, wenn man bis zu einem gewissen Grad eine Vorarbeit gemacht hat und schon viele Dinge gelernt hat, auch wenn das innere Kind vielleicht manchmal noch mal anfängt zu knatschen oder traurig zu sein, das sind ja, wenn man den Prozess verstanden hat, keine Hindernisse. Dann weiß man ja, was man zu tun hat, dass der andere dann eben seine Ruhephase haben darf oder eben auch manchmal über Dinge redet, um sie leichter zu bearbeiten. Die können bei ihm auf jeden Fall immer noch mal so ein bisschen hochkochen, diese inneren Kindthemen. Obwohl er schon zu einem großen Teil dadurch die Thematik gegangen ist und auch schon vieles in die Heilung gebracht hat. Er fängt an, gemeinsame Pläne zu machen. Und ja, für die einen mag es noch so sein, dass aufgrund dieser familiären Verstrickungen, die da unter Umständen noch existieren, es zu Umwegen kommt. Für die anderen kann es sein, dass der Otto denkt, so war jetzt genug Umweg.
Ich habe meine Familiengeschichte durch. Ich leide da nicht mehr unbedingt drunter. Ich weiß auch, dass ich Dinge anders machen werde als meine Ahnen, auch wenn ich meinen Ahnen Respekt und Dankbarkeit entgegenbringe. Das kann sich so noch so ein bisschen unterschiedlich gestalten, je nachdem, was kommt denn jetzt als nächstes. Das war, glaube ich, da hat sie sich gedreht. Also egal, was da ist, ihr spiegelt euch in allen Belangen und es scheint jetzt, das habe ich auch im Mitgliederbereich erzählen müssen, es scheint jetzt an der Zeit zu sein, wo einige mal so auf die Welle aufspringen dürfen, auf den Körper hören dürfen, sich überlegen dürfen, von was dürfen sie ihr Leben noch befreien und reinigen, was will hier noch gesäubert werden. Vielleicht gibt es da so reflexartige, das sind ähnliche Karten wie heute im Mitgliederbereich. Dinge, die so jeden Tag zelebriert werden, was deinem Körper vielleicht nicht unbedingt gut tut, guck da nochmal bitte genauer hin. Das tut er auch, ne? Er spiegelt dich da. Such dir den richtigen Zeitpunkt aus, ne? Nicht mit Ach und Krach und aller Gewalt. Du spürst, wann du bereit bist, irgendwelche Dinge durchzusetzen, dich von irgendwelchen Dingen zu reinigen und zu befreien. Was heftig werden könnte in der nächsten Zeit, nächste Zeit heißt 24 Stunden plus, dass die Sehnsucht auf seiner Seite und dadurch vielleicht auf deiner Seite noch mal ein bisschen sehr extrem werden könnte. Die Emotionen taumelig werden, aber muss sich nicht großartig runterziehen lassen oder irgendwo da voll in den Liebeskummer fallen, weil da wird ja auf dich zukommen mit viel Gefühl und hier haben wir schon wieder den Umzug. Letztes Kärtchen. Nehmen wir eine Weisheitskarte. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu philosophisch, was da drauf steht. Ein Impuls bitte noch hier für mein Kollektiv. Und dann lassen wir das mal so stehen. Wer es ganz genau für sich wissen will, ne? Weil das ist halt so. Ich nehme dich heute mit auf einer Legung. Passt, morgen passt, übermorgen trifft gar nicht. Wenn du es genau wissen willst, frag nach einer Privatlegung. Infos findest du unten verlinkt in der Infobox und wir haben jetzt hier folgende Impulse. An der Zahl sind es drei. Sterben ist das Wegfallen von allem, was du nicht bist. Heißt, ne, Transformation hat stattgefunden und er wird immer mehr zu der Person, wie soll ich das jetzt erzählen? Es gibt ja einen Lebensplan, wenn man diese Welt betritt. Und dann wird man ganz schnell vermurkst und verändert und so weiter und so fort. Und er kommt immer mehr zurück zu seinem Ursprung. Das war das Wort, was mir gefehlt hat. Dann haben wir, die Liebe ist eine Waffe, die alle Hindernisse auf meinem Weg beiseite räumt. Ja, eine Waffe, eine Waffe. Und das steht jetzt da, weil er gerne im Kämpfermodus ist. Ist ja auch ein Mann. Wenn du ihm immer wieder mit Licht und Liebe begegnest, und es dir gelungen ist, wie es ja aussieht, ist es vielen gelungen, das Licht in ihm anzuzünden, was da eigentlich nur so ein bisschen vernebelt war, dann wird es ihm gelingen, alle Hindernisse auf Seite zu räumen, die eurem gemeinsamen Weg im Wege stehen. Und dass hier nichts forciert werden soll, das bezeichnet diese Karte, frei sein. Damit schließt sich der Kreis, hier hat man das ja auch, habe den Mut, frei zu sein. Und die letzte Karte, die erzählt davon, frei sein von Verlangen bedeutet, dass keine Notwendigkeit der Erfüllung gegeben ist. Das ist eine Königsdisziplin, aber
wenn man einfach mitbekommt, wie sehr ein Mensch sich an deiner Seite befreien kann, wie sehr er anfangen kann zu strahlen und zu leuchten und wie sehr er in die Stabilität gekommen ist, dann löst das so eine Freude aus, dass das Verlangen, dass jetzt wirklich der Punkt X auch noch erreicht wird, nicht mehr an erster Stelle steht, sondern die Freude überwiegt. Ich lasse es mal so stehen, ihr Lieben. Das war ein komisches Orakel, ist schon mal so. Wie gesagt, ich hoffe, ihr konntet was damit tun. Lasst es euch einfach gut gehen, bleibt mir gesund. Freue mich über jeden Daumen hoch, über jeden, der den Weg zum Abo-Button findet und auch über jedes Kommentar. Ich lasse mal liebe Grüße da und freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis dann.